viel gelacht bei den alten Bildern. Und Sie haben einen Satz gesagt, es ist hart, das Leben in den Bergen. Der hat mir gefallen. Was ist alles kaputt gegangen bei Ihnen? Also körperlich. Ach ja, also hin und da kann schon mal was kaputt gehen. Klar, mit 130 Stundenkilometer in die Landschaft zu gehen, tut meistens ein bisschen weh. Aber ich bin ja gut rübergekommen. Ich gehe da aufrecht rein und das macht eigentlich gar nichts. Und Sie können immer noch aufrecht stehen. Das habe ich vorhin beobachten können. Jetzt sieht man Sie ja nur sitzen, aber Sie können laufen, ohne zu humpeln, was ja letztlich also eigentlich ein Wunder ist, oder? Ja, mir geht es halt so wie manche im älteren Jahrgang. Es zwickt und zwackt manchmal, aber das kriegen wir alles in den Griff. Ich muss halt immer wie im normalen Leistungssport immer dranbleiben und viel arbeiten. Das Ziel nie aus den Augen verlieren, dass du auch weiterhin fit bleibst. Können Sie mal kurz aufzählen, was Sie alles für Verletzungen hatten? Wie lange also die wichtigsten jetzt vielleicht, so die dramatischsten. Die wichtigsten. Also ich habe mal 87 die Wirbelsäule zweimal gebrochen. Ich habe einen Zusammenstoß mit 100 Stundenkilometern mit einem Servicemann gehabt, der nicht erlaubt auf der Piste war. Hat er überlebt? Wir beide haben überlebt. Er ist ein bisschen glimpflicher weggekommen, aber seine Schaufel hat mich ein bisschen traktiert. Und aus diesem Unfall habe ich dann auch zwei neue Hüften gekriegt. Also das war halt leider Gottes das Endresultat nach 18 Jahren später. Und das waren jetzt nur die aktiven Verletzungen. Danach sind es fast ein bisschen mehr geworden. Ja. Da war ich vielleicht unkonzentrierter unterwegs. Aber was denkt man denn, wenn man dann zum Beispiel in Kitzbühel, ja, oben an der Streif steht und diese Steilheit nach unten sieht und weiß, man hat gleich wahnsinnig viel km/h drauf und muss da runter und es ist eisig und man kann eigentlich gar nicht bremsen, selbst wenn man will. Macht man sich die Gefahr bewusst? Sagt man sich, das könnte jetzt die letzte Fahrt sein? Ach ja, ein bisschen Respekt brauchst du schon. Das ist schon klar. Und du arbeitest ja da langsam hin. Es ist ja nicht so, dass das jetzt von 0 auf 100 geht. Du arbeitest ja viele Jahre an dessen, dass du überhaupt diese Strecke beherrschen kannst. Und der Respekt ist notwendig, um auch die Konzentration zu halten. Und du musst halt auch wissen, wo ist deine Grenze. Und das ist im ganzen Leben so. Du musst ja immer schauen, wo ist die Grenze, was kann ich tun und wo bin ich auch sicher. Und da musst du dich halt auf diese 100% hinwagen. Und das ist halt immer sehr knapp, natürlich. Die anderen warten ja auch nicht, die wollen ja auch gewinnen. Richtig. Und das Schmerzensgeld war zumindest damals nicht ganz so üppig. Ich habe mal nachgeguckt, es soll damals so 25.000 Euro für den Olympiasieg gegeben haben. Heute ist das irgendwie vielfach, die Summen, die man da kriegt. Warum haben Sie sich den ganzen Stress denn angetan? Aus Leidenschaft. Das war einfach von Anfang an, als kleines Kind habe ich gewusst, das ist mein Sport. Und da war jetzt nicht so der überaus eifrige Schüler. Und damit habe ich aber gewusst, das kann ich besser. Und die gibt es heute Abend hier nicht, übereifrige Schüler. Also wir haben in den Biografien mal nachgeschaut. Ja, okay, da bin ich also im Schnitt. Ja. Okay, da bin ich schon sehr froh. Doch, doch, war da ganz groß. Ich war übereifrig. Ich habe zweimal das Abitur gemacht, da bin ich so wirklich lerne. Sehr gut, Kompliment. Ihr habt den Antritt gar nicht gemacht. Aber ganz kurz, wenn ich mal kurz dazwischen grätschen darf. Dich habe ich gesehen, bin mit Ramona, so heißt meine Frau übrigens, bin mit Ramona mit Moonboots, von dir aus gesehen, wenn du runterfährst, die Streif, rechts gesehen, die ganzen Dings hoch und habe quasi gesehen, wie er abgesprungen ist. Und wie weit ist der Flug? An der Hausbergkante? Ja, ich glaube, so hieß das. Ja, so 60, 70 Meter. Wahnsinn. Ich hab's nur, du hörst es ja fast nur zischen. Ah. Das ist unglaublich. Ich habe zwar erwartet, dass du dann sagst, ein Bett im Korb. Aber es verzeih mir. Ja, verzeih dir. Aber es ist schon unglaublich. Ich finde, im Fernsehen sieht das gar nicht so dramatisch aus. Aber wenn man da selber mal gestanden hat an der Streif, dann sieht man, was das für ein Abhang ist. Also ich kann nur eins sagen, selbst zuschauen wäre für mich auch ein Chaos. Das würde ich nicht aushalten, da hätte ich keine Nerven dazu. Sie gucken nicht zu bei Skirennen an der Piste? Nein, für mich selber sage ich von Haus aus nicht zu. Aber wenn ich mal Verletzung gehabt habe und habe andere an der Piste zugeschaut, dann habe ich gedacht, nein, das kann nicht sein, dass wir das machen. Also das habe ich dann schön sein lassen. Das ist nicht gut für die Moral. Also lieber selber wissen, was du kannst. Und das habe ich eigentlich immer mit viel, viel Spaß gemacht. Mit wie vielen Jahren zum ersten Mal gesprungen? Gesprungen? Ja. Oh, das kann ich da nicht sagen. Naja, ich meine, man lernt doch im Weltcup schon auf Skiern. Im Weltcup bin ich 83 das erste Mal Kitzbühel runtergefahren. Und das war noch sehr sportlich. Ja. Also da war noch ein bisschen andere Piste wie jetzt. Wir waren so die Rallye-Fahrer und jetzt ist die Formel 1. Und sag mal, wie gehst du mit Angst um? Also Angst ist ja das nicht ganz so. Also ich arbeite mich natürlich mit den Bildern, die ich im Kopf habe, wo ich genau weiß, das kann ich, das beherrsche ich und genau bis dahin bewege ich mich. Und wenn du so viel trainiert hast und so viel vorbereitet hast über die vielen Jahre, dann kriegst du auch eine gewisse Sicherheit. Und dann ist es am Ende eigentlich nur noch eine Kopfsache, wie aggressiv gehst du die ganze Geschichte an.
Und du musst ja die Piste beherrschen, nicht die Piste dich. Und das ist eigentlich ja, der Schlüssel eigentlich. Aber ist das Angst oder Respekt? Natürlich nicht immer jeden Tag so. Ist das Angst oder Respekt? Respekt. Also bei mir war es Respekt. Ich habe natürlich schon Angst auch mal gehabt. Aber da war ich auch unfit, da hat das Material nicht gepasst. Und dann kommst du in eine Situation, wo du genau weißt, hey, jetzt kann es fürchterlich wehtun. Mhm. Und diese Angst, diese psychische Angst, also Verletzungen zu haben, wer macht das gerne da? Ich glaube, keiner von uns will da gerne irgendwo jetzt Schmerzen ertragen. Und ja, das ist so. Aber mit denen lebt man. Und auch wenn andere Kollegen dann schwere Verletzungen nach sich ziehen, musst du dich ja irgendwie psychologisch ja wieder motivieren, um wieder rauszukommen. Und wie meine Niederlagen waren nach Verletzungen, war für mich eigentlich immer erstens einmal sofort die Leidenschaft wieder da. Ich habe es sofort wieder angepackt, ich habe es einfach akzeptiert, was passiert ist und habe versucht, so schnell wie möglich wieder auf die Beine zu kommen. Und das gilt, glaube ich, nicht nur für die Verletzung, sondern auch grundsätzlich für die Karriere. Ne? Es gab ja mal so eine kleine Zeit, wo es nicht ganz so gut lief. Also zwischen 82 und 88 waren super sportliche Jahre. Dann gab es so ein Tief, rutschten sie ab in der Weltrangliste. Und dann kamen sie wie Phönix aus der Asche wieder und haben die beiden Goldmedaillen gewonnen. Was ist in dieser Zwischenzeit passiert? Mussten sie da Motivationstrainer nehmen, um nicht aufzugeben? Haben sie sich an ihre Verletzungen erinnert? Wie haben sie das gepackt, noch mal so anzugreifen? Ich glaube, das Beste, was ich gehabt habe, und das war ganz natürlicherseits, dass ich das immer alles eher humorvoll genommen habe. Es hat ja oft die Zeitungen geschrieben, Wasi, warum lächelst du nach so einer Niederlage? Das war für mich einfach immer eh schon, wenn es nicht geklappt hat, ist es eh schon Vergangenheit gewesen. Und habe mich sofort mit denen, warum ist es nicht gegangen, habe das eigentlich analysiert und dann ist es wieder nach vorne. Und das mit einem Lächeln, es geht alles viel leichter dann. Und ja, es gibt Situationen, wo du natürlich auch schwere Zeiten, aber du darfst halt deinen Weg nie verlassen. Du musst halt einfach auch immer an dich glauben, was du kannst. Und das ist eigentlich dann auch das, was dich am Ende zum Erfolg oder diese Niederlage einfach ein bisschen flacher gehen lässt, um wieder nach vorn zu kommen. Das ist also, im Buch habe ich das ja immer wieder beschrieben, dass das Aufstehen einfach ganz wichtig ist. Ja, nicht in diesen Nachhängen, sondern das Akzeptieren und dann wieder nach vorne. Und das war eigentlich immer so meine Naturell. Sie haben in dem Buch auch über Werte geschrieben, die Ihnen wichtig sind. Inwieweit haben Ihnen denn diese Werte durch diese Zeiten auch geholfen? Na, Werte sind im ganzen Leben ein ganz wichtiger Teil. Da geht es ja schon alleine los, der Umgang mit deinen Kollegen oder in diesen vielen Ländern, wo man reist, diesem Miteinander umzugehen, auf Augenhöhe sich zu treffen mit einem normalen ja, Respekt auch denjenigen gegenüber. Und das ist im Sport genauso wichtig wie im normalen Leben. Und speziell auch in der Familie, denn du kannst der Werte im Endeffekt ja nicht diktieren, du kannst es nur vorleben. Mhm. Und wenn du vorlebst, dann kannst du deine Kinder mitnehmen, dann kannst du andere Menschen mitnehmen. Und das sind auch die Geschichten, die wo ich da erlebt habe, die wo nicht immer ganz positiv waren, sondern eben auch mit sehr viel normalen ja, Tief, das wo jeder Mensch so mal durchmacht, sind einfach diese Werte ganz wichtig, weil dann hast du einfach, bist du nicht alleine. Du hast eine Familie um dich, du hast Freunde um dich. Und wenn du dich so bewegst, dann wäre eigentlich die Welt viel schöner. Weil, ja, meinen Kindern das mitzugeben, was ich eigentlich für das Leben gut finde, wenn man mit Menschen umgeht, ist besser, ich mache das, als wenn man es irgendwo in der Kita abgibt. Und damit praktisch fremde Menschen, deine Kinder, die Werte mitgeben, die es eigentlich nicht mit deinen vereinbar sind. Ich glaube, es gibt noch andere Gäste in unserer Runde, die auch schon mal Durststrecken erlebt haben. Jürgen Drews zum Beispiel. Sie sind schon so lange ganz oben irgendwie in der Musik dabei. Aber es gab zwischendurch, auch mal, ich sag mal, Phasen, die vielleicht nicht ganz so einfach waren. Was ja, hat Ihnen da geholfen? Es gab mal eine Phase, da war ein bisschen Erfolg und dann war wieder Durststrecke. Ja. Ich kenne das eigentlich nur mit Durststrecken. Aber kommt Ihnen das vertraut vor, was er gesagt hat, wie man das durchsteht? Ja, mit absolut. Humor oder absolut. Mit Werten? Was ist ja, Ihr muss Rezept doch bei mir gewesen? Entschuldigung. Was mein Rezept war? Mhm. Ja, ich habe meinen Humor nicht verloren, ich habe meine positive Einstellung zum Leben nicht verloren, weil ich von Haus aus ein positiver Mensch bin, außer ich kam in die Pubertät und da flog alles zusammen, wurde ich ein halber Autist. Und deswegen stehe ich eigentlich auf der Bühne, weil mein Vater, der Arzt, war ein sehr guter Psychologe auch noch dabei. Mhm.
Der hat mich im Konsens mit meiner Mutter auf die Bühne geschoben. Als er merkte, ich bin irgendwie ein bisschen musikalisch, hat mir, aber ich bin eigentlich noch gar nicht dran. Lass mal lieber Vasi fragen. Aber, weißt du, aber wie gesagt, ich habe das immer wieder überwunden. Das ist jetzt, weil ich passt vielleicht nicht ganz zu den Werten, aber ich höre gerade aus der Regie Folgendes. In 42 Jahren ist es noch nie passiert bei 3 nach 9, dass sich eine Fliege auf den Kopf eines Gastes setzt und nicht mehr wegfliegt. Ich denke die ganze Zeit. Herr Basmeier, da rechts eine Fliege. Die habe ich mitgebracht von zu Hause. Nein, jetzt kommt Studio gekommen. Ist zu dir, ja, ich wollte dich immer schon. Ich dachte, soll ich jetzt da einfach auch da noch reingrätschen? Die hat sich wohlgefühlt bei mir mal. Ja, aber das sah gut aus. Ja, man konzentriert sich ja drauf. Wie bei sie ist jetzt bei Ihnen. Ja. Ja, das war. Bei mir war sie auch schon. Wie bei Leo. Das ist lustig, gell? Wenn ein kleines Tier Unterhaltung bringt. Ja, tierliebst sind wir beide gerne. Ja, aber wie? Sie. Herr Rabe sagt gerade, es ist eine ganz kleine Drohne, ein neues Modell. Ah ja, sehr schön. Genau. Die Luftaufnahme in der Sendung. Sehr gut. Sie haben sich damals aus dem Skizirkus verabschiedet, weil Sie gesagt haben, Sie möchten auch mehr Zeit mit der Familie verbringen können und mit Ihren drei Kindern. Und wenn man Ihr Buch liest, dann hat man den Eindruck, dass die ganz große Herausforderung, wir haben ja gerade schon über ein paar gesprochen, dass die erst danach kam, und zwar mit der Krebserkrankung Ihrer Frau. Ja. Das ist natürlich eine Situation, was für alle, für meine Frau natürlich ganz besonders, aber für mich natürlich auch eine Herausforderung war. Und klar, wenn man die Diagnose kriegt, bricht momentan eine Welt zusammen. Das wird jedem so gehen und aus jedem Partner, wenn seine Partnerin davon betroffen ist. Aber ja, Sarah Wagenknecht hat es ja auch schon erlebt mit ihrem Partner. Hm? Wir haben halt eines, was halt ganz wichtig ist, ist dieser Familienzusammenhalt. Diese Möglichkeit, dass ich mich für meine Frau komplett Zeit genommen habe und sie begleitet habe. Und wir alles eigentlich sehr humorvoll rübergebracht haben. Weil irgendwann einmal ist, glaube ich, die Situation gekommen, wo man gesagt hat, hey, es hilft uns ja nichts. Es ist jetzt die Situation. Wir nehmen sie jetzt so an. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt gewesen bei uns. Und dann haben wir von Haus aus nie über diesen Tumor oder über diesen Krebs, das Wort hat es gar nicht gegeben, wir haben den auch gar keinen Namen gegeben, sondern wir haben eher dann diese Infusionsstange, die Hermine genannt, und wir haben dann eher immer Spaß im Krankenhaus gehabt. Wir haben versucht, mit viel Humor praktisch das zu überwinden und haben wirklich Szenen gehabt, die einfach sowas von lustig waren, wo wir beide wirklich das so skurrile Momente, und das hat uns einfach über die Zeit geholfen. Geht es ihr jetzt wieder gut? Ja, wir sind glücklich, dass der Weg so ist, dass momentan die Werte gut sind, und es ist jetzt 5 Jahre her. Darum sind wir auch jetzt erst eigentlich so in der Geschichte mit dem Buch da reingekommen, weil es einfach eine Geschichte ist, die ja zu uns gehört. Und wir sind auch, und das ist auch das Schöne, meine Frau sieht es genauso, extrem dankbar, diese Krankheit zu bekommen, weil wir es eh nicht mehr ändern können. Aber wir haben einfach diese Demut und diese Freude am Leben noch mehr in uns, und so sehen wir eigentlich jeden Tag als einen geschenkten Tag. Und Sie arbeiten ja auch zusammen. Sie haben zusammen sich einen großen Traum erfüllt. Vielleicht war es erst Ihr Traum und dann ist es auch der Traum Ihrer Frau geworden. Das Freilichtmuseum spreche ich jetzt an. Das Freilichtmuseum Schliersee, in dem man erfahren kann, wie das Leben in der Region so war vor 100 Jahren, 200 Jahren, 300 Jahren. Da kann man einen Schmied besichtigen. Man kann sich angucken, wie Brot gebacken wurde. Warum ist Ihnen das so wichtig, die Heimat auch als Wert so zu leben, dass Sie sogar andere damit begeistern können? Für mich war es wichtig, erst einmal die Gebäude zu erhalten und zu zeigen, wo wir herkommen. Das heißt, erst wenn man weiß, wo man herkommt, dann kann man auch seinen Weg wissen, wo geht man eigentlich hin. Und die Geschichte der Menschen zur damaligen Zeit hat mich extrem interessiert, und auch das zu vermitteln, wie gut das uns eigentlich in der jetzigen Zeit gibt, wie damals schon eine große Wanderschaft begonnen hat. Also sogar der Urbayer ist eigentlich einer, der auf der Suche war nach Heimat, der einfach die,
den Ort dann gefunden hat und sich da angesiedelt hat. Also wir sind alle mal, und unser Stammbaum, der kommt von überall her. Also es ist nicht so, dass das so jetzt eine neuzeitliche Erscheinung ist, sondern es war schon immer so. Und ich will einfach zeigen, geht es einmal in die Zeit zurück, wie die damals gelebt haben, wie fleißig, dass die gearbeitet haben, was für eine Freude, dass die an gewissen Dingen der Schönheit auch gehabt haben. Weil das ist ja auch was für die Seele. Die haben jetzt nicht irgendwo was gebaut, was also prunkt und batzig ist, sondern das war filigran, das war mit Lebensfreude auch gebaut, trotz dieser schweren Zeit. Und das einmal einzutauchen und vor allen Dingen dann auch einmal zu entschleunigen. Es ist ein Ort, wo man einfach die Ruhe kommt, wo die Tiere rumlaufen, wo du kein Auto hörst, wo keiner ein Handy spielt, auch die Kinder nicht. Und einfach mit den alten Spielen auch wieder Freude haben. Und das ist einfach schön zu sehen, die haben jetzt wieder wach zu rütteln. Ja, Sie beschreiben sogar in dem Buch, dass die Kinder freiwillig das Handy weglegen, ja, weil sie so begeistert sind von ihrer Umgebung. Sie haben auch gesagt, also Sie haben das Museumsdorf als Ihr Lebenswerk bezeichnet. Ja, das ist es. Und als Karriere nach der Karriere, fand ich auch interessant. Und Sie haben gesagt, dass Sie dort wohl so lange arbeiten werden, ich zitiere jetzt, bis Sie ausgestopft dort landen. Das ist meine letzte Frage. Wie wird die Nachwelt Sie da beobachten können? In Tracht oder in Skisachen? Oh, da müssen wir mit zwei teilen, gell? Natürlich, Sport war immer mein Leben, auch bis ich nicht mehr kann. Aber ja, für uns sind Sie die Skilegende, Sie sind auch ein Bayer, klar. Aber ich habe natürlich auch die Tracht getragen und die trage ich wirklich mit Stolz. Und dieses dabei zu sein, also meine Heimat zu vertreten, das habe ich eigentlich als Jugendlicher schon gemacht, was ja in den 70er Jahren nicht wirklich so gut angekommen ist, aber ich habe es eigentlich grundsätzlich gemacht. Ja, Sie haben als einer der ersten Tracht getragen, und zwar auch bei offiziellen Anlässen. Genau. Die SPD hat es auch gemacht in Bayern, ja klar. Genau. Aber Sie haben es eben auch gemacht, deswegen ja meine Frage, werden Sie da in Tracht stehen oder in Skisachen? Ich glaube in Tracht. Mhm. Ah, wie schön. Die Identität ist einfach, das ist meine Heimat und die Traditionen und das alles, was wir in Bayern haben, also das ist schon was ganz Besonderes. Und da kann ich richtig stolz drauf sein, auf meine Gegend und natürlich auch auf dessen, was gelebt wird. Und darum sind wir auch so gern besucht von anderen Gästen. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere mal gucken kommt. Vielen Dank, Markus Wassermeier. Ja.